Ja, hallo zusammen. Ich bin jetzt auf dem Weg, respektive ich gehe jetzt. Oder nein, noch besser, ich werde jetzt abgeholt von Leuten, von einem von Couchsurfing, der mich nicht hosten konnte. Aber ja, wir gehen jetzt irgendetwas trinken. Ich weiss auch nicht genau, was wir jetzt genau machen. Und ja, das wäre dann übrigens das Haus mit der Katze. Hallo. Also ihr seht, da ist recht gross und draussen hat sogar einen Pool, einen kleinen. Aber den gehe ich jetzt nicht rein, sondern ich haue es jetzt raus, wo die sicher schon auf mich wartet. Wir sind jetzt gerade am Bierposten, jetzt müssen wir mal schauen, was es da innen gibt. Ein eigener Raum mit kühlem Bier. Traum für alle Männer. So geil. So, wir sind jetzt an so einem Ort, wo sie, glaube ich, gemietet haben. Und diese Woche ist ja Ferien da in Mexiko. In Mexiko. Und darum ist auch heute wieder ein Ausgang angesagt bei ihnen. Und ja, wir sind jetzt hier ein bisschen am Trinken. Und nachher gehen wir noch ein Spaceball spielen. Pero, ¿yo de qué? Hay un Jack Daniels también. ¿A Ferry? Ah, sí, cierto, es verdad, hay un Jack Daniels ahí. ¿En dónde? En el refri. Sí. Sí. Y una Caribe, y una Caribe. Jetzt ist Zeit für Bierpong und ja, die spielen doch ein Next Level Bierpong, wenn wir mal das anschauen. Oh! Doppelstöckig spielen die das da. Mal schauen, wie das rauskommt. Ich kann eigentlich morgen früh gehen, weil ich verlasse morgen Torreón schon wieder in die nächste Stadt. Eigentlich sollte ich irgendwie am 6. oder 7. aufstehen oder so. Aber es könnte noch recht streng werden heute Abend. Weil es hat schon ein paar Bier gegeben, jetzt gibt es noch das Bierpong, nachher gehen wir noch ein Baseballspiel. Mal schauen, ob ich aufmache morgen. Ich bin selber gespannt. Pues estamos aquí en Matamoros y están jugando el de la cerveza, ¿verdad? El del ping pong. Y miren, aquí está la amiga, le va a aventar así la bolita, esta es la amarilla, mira, ¿ves? No le atina, pero aquí nuestro amigo el güerito ya agarró la pelotita, ¿verdad? El dedo se hizo y mira, y la pelotita. Se están peleando por una pelotita los cabrones. So, jetzt sind wir schon im Stadion, also auf dem Vorplatz. Und ja, jetzt geht es so ein Baseballspiel. Ich bin mega gespannt, schon ewig nicht mehr ein Baseballmatch gewesen. Das letzte Mal in den USA, das ist eigentlich mega langweilig. Aber mit Bier ist alles gut, nicht wahr? So, jetzt sind wir also im Stadion am Baseballmatch schauen. Und ich habe das Gefühl, es interessiert keine Sau da. Wie immer eigentlich. Also eigentlich auch in Amerika. Es geht, glaube ich, da noch ein bisschen drum. Zum sich treffen, zum trinken, zum essen. Und ja. Aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist es für die Leute auch mega wichtig, aber ich glaube es nicht. Also das Maskottchen, was die hier haben, ist vieles interessanter als das Spiel selber. Das haben wir jetzt auch die Leute hier bestätigt. Das heisst Oyo. Te metiste completamente. Ja, das ist also sehr interessant. Und das Spiel interessiert glaube ich wirklich niemand. Ich weiß nicht mal, wie viel das steht. Sie spielen aber gegen Durango. Torreón gegen Durango. Und es steht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Bösen sind am Gewinnen. So, jetzt geht es weiter. Where are you going? To Marfil. Marfil? Ivory. Ivory. Jetzt geht es weiter mit dem Uber. Gell? Hm? Sie? Sie. Buenas noches. So, wir sind jetzt in der Bar gelandet und sind ganz super Leute von den Kollegen von Ihnen. Para pintar de romance, chavos. ¿Qué? Hola, estamos en Marfil, estamos bien borrachos y nos la estamos pasando bien padre.
jetzt habe ich eine Quizfrage an euch. Wisst ihr von wo, dass der Typ kommt? Was denkt ihr von wo, dass er kommt? Schreibt es doch. Donne? Venezuela. Sieht aus wie ein Schweizer, oder? Also, ich bin jetzt hier im Karaoke-Bar mit Gotti. Ja, ja. Ah, ja, genau, mit der Betty. Und sie wird unbedingt in meinem Vlog vorkommen. Sehr, sehr wichtig für sie. Und er fehlt mir jetzt die längste Zeit. Wieso eigentlich? Keine Ahnung warum. Und ja, gell, willst du etwas sagen? Ja, klar, ich sehe, okay. Darum wende ich jetzt mal jemanden ab. So, ich bin jetzt wieder zurück und Lago Mio, was für ein geiler Abend. Das waren so coole Leute gewesen. Am liebsten würde ich jetzt gerade noch irgendwie eine Woche da bleiben. Ich gehe morgen schon wieder weiter und der Jesus, also der, wo ich mich jetzt verabredet habe. Er hat mir sogar angeboten, dass er mich morgen, ich habe gesagt, ich muss irgendwie morgen um 7, 8 Uhr muss ich weiter, hat er mir sogar angeboten, dass er mich fährt. Also, unglaublich, die Freundlichkeit von diesen Leuten. Und er hat mir alles gezahlt heute. Alles. Er hat mir den Eintritt gezahlt für das Baseballspiel, er hat mir alle Bier gezahlt, er hat mir alles Essen gezahlt. Ich habe heute Abend habe ich, glaube ich, nichts ausgegeben. Und ich habe wirklich viel getrunken und viel gegessen und einfach bei Baseballspiel und alles. Also, ja, was soll ich sagen? Es ist unglaublich. Es ist wirklich mega geil, so zu reisen. Und ja, ich gehe jetzt legen. Ich muss jetzt das alles ein bisschen verarbeiten. Und morgen muss ich früh auf, vor allem, es ist schon morgen um 2 Uhr. Ich setze etwa um 8, 9 Uhr auf. Eigentlich setze ich noch etwas früher auf, aber ja, ich glaube nicht, dass ich früher aufmache. Auf jeden Fall ist das jetzt für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns gleich. Macht's gut. Ciao, ciao. Drunk, make it.